Und jetzt schauen die Trainer natürlich ganz genau hin auf Benjamin Reich. Und seine Leistung im Super-G. Zweiter, Fünfter und Siebter in dieser Saison. Ein absoluter Ausnahmekönner, nicht nur in dieser Disziplin. Sein Steckenpferd kommt ja erst noch am Sonntag dann mit dem Slalom. Aber es geht um viele Punkte für ihn hier. Auch mit Blick auf den Gesamtweltcup und den wiedererstarkten Brody Miller. Kein Problem für ihn. Hat allerdings ein bisschen früher aufgemacht als Gruber bei diesem Linksschwung. Von der Position etwas mehr investiert. Gut im Lerchenschuss, auch wenn jeder weiß, dass Reich natürlich nicht der Vorzeigegleiter ist. Aber er kann unglaublich gut Kurven fahren. Zeigt er auch heute wieder. Fährt hier um Platz 2 und 3. Außer es gelingt ihm unten noch eine. Sie sehen die Schläge da schon bei diesem Linksschwung. Eine außergewöhnliche Leistung im Training hier am Tor vorbeigefahren. Im Rennen Gott sei Dank nicht. Ah, ist ein bisschen hysterisch da, die Gruppe Jugendlicher, die da am Zielsprung steht. Position 4 am Ende für Benjamin Reich. Er weiß, dass er vom Potenzial natürlich mehr drauf hat, aber angesichts der Bedingungen ist das für ihn ein gutes Ergebnis. Und er wird natürlich genau nach oben schauen, was er jetzt macht.